Moria, ein griechisches Flüchtlingscamp auf der Insel Lesbos, ist einer der Orte, an dem sich Europa von seiner grausamsten Seite zeigt. Und Bild-Vize Paul Ronsheimer ist momentan vor Ort und mir nun live zugeschaltet. Paul, während die ganze Welt Angst vor Corona hat in diesen Zeiten, ist das überhaupt ein Thema in dem Flüchtlingscamp? Nein, liebe Nele, für viele Menschen, mit denen man hier spricht, da hört man nur, dass sie eben keine wirkliche Angst vor Corona haben, sondern sie sagen, dass die Probleme hier viel größer sind. Sie haben Angst davor, was ihnen in diesem Camp passieren kann, denn die Gewalt hat zugenommen und das liegt vor allem daran, dass sie sich offenbar wie die Vergessenen fühlen hier. Sie sagen, Europa interessiert sich nicht mehr für sie und noch mehr seit Corona. Sie haben keine Angst vor Corona, sondern vor dem, was ihnen hier in diesem Camp passiert. Wir sehen gerade Bilder, es sind sehr viele unbegleitete Jugendliche und kleine Kinder in dem Camp. Wie ist die Lebenssituation vor Ort? Gibt es überhaupt genügend hygienische Standards dort, vor allem jetzt während dieser Pandemie? Nein, die gibt es nicht. Auf 200 Kinder gibt es eine Toilette im gesamten Camp. Es gibt kaum vernünftige Hygiene hier. Wenn man sich die Wege anschaut, wenn es geregnet hat, alles ist durchnässt. Die Menschen müssen dann ihre kleinen Zelte versuchen, wieder zu reparieren, selbstständig. Die griechische Regierung hat sie im Stich gelassen, sagen sie hier. Aber natürlich auch die Europäische Union. Deutschland hat 49 minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge aufgenommen. Aber eigentlich ging es damals um Hunderte. So wurde es versprochen und der griechische Premierminister hat bereits gesagt bei uns im Interview, dass er Deutschland daran erinnern will, dass er sozusagen weitere Flüchtlinge hier aus Lesbos in andere Länder nach Europa bringen will. Ja, du hast gerade gesagt, die Kinder und Jugendlichen haben vor allem Angst. Was erzählen sie dir sonst, wenn du dort dich jetzt mit den Flüchtlingen unterhältst? Ja, es gibt viele, die aus Afghanistan hierher gekommen sind. Ich habe auch viel mit Syrern, mit Irakis gesprochen. Und die meisten sagen, sie sind hoffnungslos, weil sie mehr als ein Jahr hier bereits warten darauf, dass es weitergeht. Für viele ist vor allem das ist Problem. Das ist keine schnelle Asylentscheidung gibt, dass sie hier abwarten, aber nicht wissen, was mit ihnen passiert. Viele Kinder und gerade Jugendliche sagen, sie wollen doch nur noch ihr Leben endlich beginnen. Ich bin mit einem 16-Jährigen hier durch das Camp gelaufen, der gesagt hat, ich möchte doch Lehrer werden, ich möchte irgendwas Berufliches machen, aber jetzt hänge ich hier fest und es scheint sich keiner um mich zu kümmern. Weiß man schon, wie es irgendwie jetzt für die vielen Flüchtlinge weitergeht, wann Deutschland hilft, wann Europa hilft? Nein, es sind insgesamt hier ungefähr 18.000 bis 20.000 Menschen momentan, die hier warten. Und durch Corona sind sie jetzt völlig abgeschnitten. Es gilt für dieses Camp so ein Stopp. Sie dürfen hier auch nicht raus wegen Corona. Keiner weiß, ob es hier Fälle gibt, denn getestet wird nicht. Abstandsregeln kann hier natürlich niemand einhalten in diesem Camp. Sie sind hausen, muss man eher sagen, so eng aneinander, dass an Abstand nicht zu denken ist und wie wir am Anfang besprochen haben, für sie auch das nicht das größte Problem ist. Also man weiß nicht wirklich, wie es für sie weitergeht, wann es für sie weitergeht, ob andere europäische Staaten helfen werden. Das ist alles offen. Die griechische Regierung kümmert sich auch wenig um diese Problematik, muss man dazu sagen. Und sie sind, so kann man sagen, hier die Verlassenen.